Herzlich willkommen, liebe Wettfreunde, zu einem neuen Video hier bei unserem Kanal Top Wettscheine made by Wettscheine.net, der Seite im Internet, die euch helfen wird, ein vierstelliges Wettguthaben aufzubauen. Nach Ostern zwei Themen für euch im Angebot: auffälliges Quotenhopping in Corona-Zeiten bei den Buchmachern und wie läuft eigentlich der April im Safety-Paket inklusive kleinerem Wetttipp, den wir am Ende des Videos haben. Es lohnt sich also, dran zu bleiben. Zuerst aber nochmal ein Rückblick auf die Wettstatistik hier aus diesen kostenlosen Videos. Wir haben es ja mittlerweile so, dass wir freitags immer das Analysevideo für das Wochenende dann veröffentlichen. Und immer wenn wir in diesem Analysevideo mindestens vier Spiele tippen, kommt auch die Analyse in diese Wettstatistik rein. Und das war jetzt Ostern, also am letzten Wochenende der Fall. Deswegen hier Ostern 2020, insgesamt 12 von 17 Tipps getroffen, Trefferquote von 70,6%. Damit waren wir im Soll und zufrieden. Herzlichen Glückwunsch an alle, die dann einige erfolgreiche Picks daraus nachgespielt haben. Falls ihr neu bei uns seid, lohnt es sich auch immer mal wieder, diese Wettstatistik zurück quasi zu scrollen und sich das Ganze mal in Ruhe anzuschauen, wie wir denn hier zumindest in diesen Videos so treffen. Das Wettpaket ist ja davon noch komplett separat zu sehen. Fangen wir an mit einem Thema: auffälliges Quotenhopping in Corona-Zeiten. Segen oder Sorge? Ja, es ist so, es kommt darauf an, was ihr daraus macht. Aber ich kann vorwegnehmen, wenn man professionell wettet und auch in diesen Corona-Zeiten wetten möchte, ist es dann doch eher Sorge und Quotenhopping ist dann doch eher was im Bereich Zocken. Ich habe euch mal zwei Beispiele hier rausgesucht, die mir aufgefallen sind. Ich sondiere ja eigentlich ständig den Wettmarkt und gucke mir auch dann die Quoten an, wie sie sich verändern. Und interessant sind ein paar Dinge in dieser Corona-Zeit, die ich da so beobachtet habe, und das werde ich euch jetzt mal erläutern. Links seht ihr ein Spiel aus Schweden. Das sind zurzeit Freundschaftsspiele, die in Schweden stattfinden, und das sind meistens Amateurfreundschaftsspiele. Da bewegen wir uns in Liga 5, 6, 7, also weit unter Profiniveau. Und auf diese Spiele kann man wetten, weil den Buchmachern ja zurzeit eh nicht viel einfällt, wo man denn drauf wetten kann. Und da erweitern sie einfach ihr Portfolio. Und man kann auch dann auf diese Amateurspiele aus, sage ich mal, Ligen tippen, die man sicherlich so ohne Corona niemals auf den Schirm gehabt hätte. Das macht natürlich den Wettmarkt weiter angreifbar für Wettmanipulation. In den letzten ein, zwei Wochen sind auch einige Artikel erschienen. Da ging es um Wettbetrug, auch zum Beispiel in Schweden, 6., 7. Liga. Da haben einige Vereine, einige Spieler schon Morddrohungen von der Wettmafia bekommen. Also alles nicht wirklich schön und natürlich dann auch nicht wirklich seriös darauf zu wetten. Das linke Beispiel fand ich ganz interessant zwischen diesen beiden Teams. Darunter seht ihr bei verschiedenen Wettanbietern die Quoten vor dem Spiel. Und das Team, das Gastteam war hier leicht favorisiert. Dass es aber nach 38 Minuten schon 5:0 steht, spiegelt sich zumindest nicht in diesen Quoten wieder. Und noch interessanter wird es dann, wenn man das Spiel live getippt hätte. Da hätte man dann beobachten können, dass sich eigentlich nach 5 Minuten diese Quote von 1,95 auf das Gastteam quasi nicht nur halbiert hat, sondern da hätte man vielleicht dann nur noch eine 1,2 bekommen. Also was ich damit sagen will, ist, dass es gerade bei dem Live-Wetten-Bereich dann wahnsinnige Quotenschwankungen gibt, dass plötzlich auch, jetzt nicht in diesem Beispiel, aber mal aus unterlegenen Teams vorab dann plötzlich der Favorit wird nach einigen Minuten und andersrum. Das ist ein Quotenhopping par excellence und da sollte man dann die Finger von lassen von solchen Spielen. Denn auch der Buchmacher weiß überhaupt nicht, wie er die Quoten auf dieses Spiel genau abpassen soll. Und der Irrtum kommt dann meistens schon nach 15 Minuten in so einem Spiel, dass dann die Stärken der Teams doch anders einzuschätzen sind und das schlägt sich natürlich dann rapide in den Quoten nieder. Anderes Beispiel aus der Liga in Nicaragua, die wir zugegebenermaßen sehr gerne tippen. Das Spiel jetzt am Wochenende zwischen Chinandega und Esteli hatten wir auch so im Wettprogramm. Ich habe damals, was heißt damals, vor den paar Tagen noch die Quote auf Esteli-Sieg, war glaube ich 1,45. Das war circa ein Tag vor der Wettabgabe und dann ein Tag oder kurz vor dem Spiel sind die Quoten rapide gefallen. Die Chinandega-Quote war auf Sieg einen Tag vorher bei 5 und jetzt hier bei dem Buchmacher William Hill
plötzlich auf 17. Das ist auch ein extremes Quotenhopping und das können wir von hier aus natürlich überhaupt nicht nachvollziehen, warum das so ist. Da sind wahrscheinlich hohe Geldbeträge eingegangen auf den Estelle-Tipp und dann fallen die Quoten. Also das ist schon kurios, sowas sieht man bestimmt nicht bei Bundesligaspielen, da bewegen die Quoten sich nur marginal und damit müssen wir zurzeit kämpfen und dieses Quotenhopping aber auszunutzen ist quasi reine Glückssache. Deswegen guckt euch auch an, was wir in dem Video vor einer Woche für euch veröffentlicht haben, auf die Ligen, auf die wir noch seriös tippen, denn Quotenhopping ist eher was für Zocker, ist eher was für reines Glücksspiel und da wollen wir uns natürlich von distanzieren. Und wenn ihr mich fragt, kann ich Quotenhopping denn nicht ausnutzen? Wenn man Glück hat, vielleicht ja, aber da eine Regel daraus zu machen, eher nein. Und da bleibt ihr dann bei uns zumindest auf der sicheren Seite bei den Spielen, die wir tippen. Das mal dazu. Kurzer Wink nochmal, dass es unsere Smartphone-App jetzt verfügbar ist im Google Play Store. Für Apple kommt sie eventuell schon diese Woche raus. Da werden wir euch natürlich informieren. Unten seht ihr den Link. Ladet euch die App mal runter. Das haben schon viele von euch gemacht. Ist eine tolle App geworden und dort erhaltet ihr dann auch alle Tipps quasi von uns aufs Handy. Wie läuft der April im Wettpaket Safety-Tipps eigentlich? Der März war ja herausragend, wo wir am Ende ja fast eine 83-84er Trefferquote hatten, 4%ige Trefferquote. Und im April läuft es jetzt nicht unbedingt viel schlechter. Wir hatten, das sieht man auch am Balkendiagramm, erstmal Startschwierigkeiten ein bisschen die erste Woche. Aber wenn ihr jetzt hier links auf unsere aktuellen Tipps von den letzten Tagen guckt, da ist dann doch schon sehr viel grün. Das hat wunderbar geklappt. Da haben wir uns dann in der zweiten Aprilwoche zumindest schon bei einer Trefferquote wieder auf über 80% eingependelt. Und deswegen sind wir optimistisch, dass wir die aktuelle Trefferquote von 77,8%, die schon recht ordentlich ist, dann auch nochmal steigern können. Deswegen lohnt es sich jederzeit einzusteigen. Wenn ihr die App runterladet, könnt ihr auch die ersten 7 Tage kostenlos das Safety-Paket testen. Das kann ich euch empfehlen. Und im Paket Daily's Best auf der App, das könnt ihr nach wie vor komplett kostenlos erstmal nutzen. Zum Schluss jetzt, wie angekündigt, der Wetttipp und auch da tippen wir wieder ein Spiel aus Nicaragua, denn diese Liga ist bei uns quasi ein Dauerrenner und wenn wir nur mal jetzt aus dem Safety-Paket die Spiele von Nicaragua die Trefferquote zeigen würden, ich glaube, die würde ungefähr bei 95% liegen, kann ich auch nochmal für euch ausrechnen, wenn da Bedarf besteht, aber diese Liga ist quasi eine Bank für uns. Und das hoffen wir natürlich, dass es so bleibt. Wir haben hier das Topspiel rausgesucht, Real Estelí gegen Diriangen. Das ist Zweiter gegen Dritter. Das Spiel findet in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag dann um 3 Uhr am Donnerstag statt. Und hier gehen wir, wie häufig in Nicaragua, auf das Heimteam. Denn beide Teams sind rein qualitativ eher gleich einzuschätzen, aber der Heimvorteil wird es hier machen für Estelí. Wer ein bisschen Risiko gehen möchte, tippt auf Sieg Real Estelí und die Safety-Varianten stehen darunter, Head-to-Head Real Estelí oder die doppelte Chance dann vielleicht in der Safety-Kombi. Ich habe nochmal nachgeguckt, die Diriangen hat seit ganzen 13 Spielen bei Estelí nicht 3 Punkte mitgenommen. Maximal kriegen sie dort einen Unentschieden hin. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das dann Donnerstagnacht sich daran was ändert. Deswegen hier klar die Prognose pro Estelí. Ich nehme auf jeden Fall die doppelte Chance 1x in meinen Kombi-Safety-Schein mit rein. Schaut mal, welchen Pick ihr hier mit raus mitnehmt. So, da sind wir am Ende angekommen. Die Quoten kommen vom Bet365 wie immer. Würde mich freuen, wenn ihr dieses Video liked, wenn ihr unseren Kanal Top-Wettscheine abonniert. Solltet ihr dieses Video auf dem Kanal Sportwetten Lifestyle sehen, kommt bitte rüber auf Top-Wettscheine. Irgendwann wird es auch auf Sportwetten Lifestyle keine Videos mehr von uns geben. Deswegen Top-Wettscheine abonnieren, da seid ihr auf der sicheren Seite. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Hoffe, dass ihr Spaß hattet beim Video und dann hören wir uns am Freitag mit den Analysen dann für das kommende Wochenende wieder. Macht's gut und ciao.